Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am Montag, 23. Februar. Und wir wollen gleich mal den Blick auf den DAX werfen, der sich hier heute Morgen sehr, sehr anmutend zeigte, nämlich hier direkt den Start auf einem Allzeithoch, beziehungsweise hier eben mit den bullischen Fortsetzungstendenzen, die sich ja hier aus dem Freitag ergaben. Wir sehen hier zunächst mal den Tageschart. Den schauen wir uns mal als allererstes an, um hier mal die Bewegung der Vergangenheit einzufangen. Und wir haben hier die blaue präferierte Tendenz unlängst auch genau eingeschlagen. Oberhalb von 10.850 Punkten war die Annahme, die, dass der DAX eben sich weiter emporarbeitet. Das nächste Ziel ist 11.350, 11.400 Punkte und sollte eigentlich noch erreicht werden, ohne dass wir jetzt nochmal einen Umweg machen nach unten. Nach unten heißt, wenn wir hier nochmal ein Pullback starten in Richtung 10.850 Punkte in eben diese Zone hier, dann wäre das durchaus eine schöne Möglichkeit, um hier nochmals auf den Markt aufzuspringen. Aber es muss gar nicht so tief kommen, denn wenn wir uns den Tageschart anschauen, dann können wir nämlich hier auch herleiten, das zeige ich mal hier anhand des Tageshochpunkts vom 3.2., das war 10.986, legen wir mal die Linie genau da an. So. Und genau diese Linie ist es praktisch, die sich hier auch jetzt als kurzfristige neue Unterstützung kennzeichnet und die hier den DAX, sofern wir heute eine Fortsetzung der Schwäche sehen, und das kann durchaus passieren, wenn wir uns auch mal den Wochentag anschauen, der Montag hier statistisch gesehen mit 47% positiver Schlusspreise, ähnlich wie der Freitag. Gut, letzte Woche Freitag passt das nicht mit plus 0,44% am Ende des Tages. Deswegen ist die Statistik auch leicht besser geworden. Hier stand vorher 37% negativer Schlusspreise an einem Freitag, jetzt sind es 39%. Die Statistik lebt natürlich und wandelt sich, aber auch der Montag hier rein statistisch ein leicht schwächerer Tag mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen. Denn in der totalen Wochentendenz, das sind hier die letzten 15 Jahre, ist der Montag klar der Bullischste. Also mal aufpassen, was noch passiert. Kurzfristig könnte sich aber eine Konsolidierung einstellen, die sich hier auf Tagesbasis bis zum Niveau um eben 10.990, 10.986 oder 11.000 Punkte eben rund darstellt. Von diesem Level ausgehend hat der DAX dann wieder gute Chancen aufgrund des Supports der jüngsten Vergangenheit hier wieder nach oben anzuziehen. Auch wenn wir jetzt hier nochmal eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie in den Chart ziehen, sehen wir sogar auf Tagesbasis da auch eine Stütze, die sich in diesem Bereich lokalisieren lässt. Aufgrund der letzten Punkte, die wir hier einfach verbinden mit dieser Trendlinie, um praktisch hier eine Trendbewegung zu erhaschen. Sieht wie gesagt ganz gut aus, also kurzfristige Rücksätze scheinen kaufenswert. Wenn wir jetzt hier nochmal ins DAX-Bild auf Stundenbasis gehen, wird das Ganze nochmal unterstrichen. Wir haben eben hier den Bereich 10.986, 10.990, 11.000 Punkte rund. Da mache ich es hier in diesem Fall gerne mal mit so einem Balken, um einfach zu unterstreichen, okay, wenn der DAX hier wirklich einen Rücksetzer in diese Richtung macht, und wir sind hier gerade auf Tagestief, wir sehen, wie die Kerze nach unten geht, dann kann man hier unter Umständen wieder eingreifen bzw. das Ganze aufgreifen. Wir wollen auch sehen, die FTSE-Logik präsentiert sich heute hochinteressant. Wir hatten heute Morgen im JFD-Thread, sozusagen im JFD-Stream, hier nur den Forex-Bereich gepostet. Jetzt im Nachgang hätte sich fast eher der DAX gelohnt, denn hier sehen wir die FTSE-Vektor-Logik-Tendenzen, die nach einem freundlichen Auftakt hier sogar bereits in der Spitze 11.116 Punkte, 11.120 Punkte ihr Ende sahen. Und Sie sehen aber, und das ist das Interessante, mit Blick auf den 15-Minuten-Chart des heutigen Tagesverlaufs, hier die Vorausschau, dass es hier bis zum frühen Nachmittag weiter nach unten gehen dürfte. Und wir sehen auch, dass wir rein statistisch gesehen von der FTSE-Vektorlogik ausgehend den Bereich um 10.990 Punkte durchaus erreichen, Schrägstrich sogar unterschreiten könnten. Das ist hier statistisch gesehen definitiv der Fall, der uns hier sozusagen mit Blick in die Kristallkugel visualisiert wird. Das heißt, der DAX könnte hier durchaus noch weitere Rücksetzer im Bereich von 100 Punkte erfahren. Das sieht doch, finde ich, sehr, sehr interessant aus, und insofern mal aufpassen, was passiert. Eine kurzfristig weiterfallende Tendenz ist auf jeden Fall zu präferieren, solange wir unterhalb des letzten Stundenhochs hier von 11.140 Punkten bleiben, sollte man durchaus davon ausgehen, dass der DAX hier weiteres Rückschlagspotenzial hat. Wir sehen hier gerade die aktuelle Stundenkerze, die sehr schwarz daherkommt. Kurzfristige Erholungsimpulse scheinen daher intraday betrachtet durchaus eine Möglichkeit darzustellen, um dann in der nachgeschalteten Bewegung an einem Abwärtsimpuls in Richtung 11.000 Punkten teilzunehmen. Sieht ganz interessant aus. Wollen noch mal sehen, was der Tag sich da
hingehend noch einfallen lässt. Wir sind jetzt schon durch mit der DAX-Beschau. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie ruhig positives Statement bzw. schalten Sie einfach täglich ein und folgen Sie uns auf dem JFD Desktop. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen guten und erfolgreichen Wochenauftakt. Wenn Sie mögen, bis später bzw. bis morgen. Ihr Christian Kemmer. Ciao dabei.